heute habe ich Geburtstag. Da sind die Kinder und wir fahren gerade zu Action noch, weil ich muss noch meine Kerzen kaufen und ein bisschen Deko. Mal schauen, ob ich dann ein Foto einblende von denen. Ich werde sowieso nicht feiern, nur kleine Kuchen. Ja, ja. Und Ja, klein Kuchlein und dann Happy Birthday singen und das war's dann. Ja, wir sind ja nicht mehr Kinder und wir feiern auch nicht so mehr. Und die Familie ist sowieso nicht hier, Eltern und so, und da ja, feiert man nicht so. Und ich habe nicht das Bedürfnis zu feiern, weil ich bin ja jetzt 34 und ja, für Kinder ist das schön, aber für uns Erwachsene ist... Ja, du wirst dann noch... Dann noch ja, 39 noch dieses Jahr, ne? Ja, die alles kaputt. Ja, ich meine, ja, er macht sich lustig über mich, weil ich immer Schmerzen habe, aber ich kann ja nichts für, dass, dass ich immer Schmerzen habe. Ja, Wirbelsäule kaputt und so alles. Und ja, man wird ja nicht jünger und ja. Die Sonne blendet ein bisschen, deshalb bin ich so ein bisschen überbelichtet und meine Brille habe ich zu Hause vergessen, wie immer, ne? Und ja, wir fahren jetzt zu Action und wir sehen uns dann gleich, wenn wir da sind, wenn ich das nicht vergesse, weil ich bin so vergesslich, ne, wie immer. Ja, mein Lieben, ich hoffe, mein Vlog wird euch gefallen und lasst mir gerne Feedback da. Und ich sage, ja, mein Lieben, ich habe vergessen zu sagen, mein Mann hat mir mein Haar gefärbt, schwarz-blau so, das war von Zaius, weil, ja, das schon nötig war, weil ich hatte sehr viel graue Haare und jetzt passt das. Ich mag gerne schwarz und hier fehlt schon eine Nägel, aber mache ich dann, wenn ich zu Hause bin, dann klebe ich die mal. Ich wollte euch noch meine Lederjacke zeigen, habe ich auch neu heute für 10 Euro und mein Kleid, sehr schön. Ich liebe Lederjacken. Okay, bis dann. Heute ist das Wetter sehr kalt. Wir haben 6 Grad und ja, 6 Grad haben wir heute. Nicht schön, elf aber Grad. Passt ja, weil ich mein Kleid noch... 11. Gesehen. Ah, okay, 11 Grad, sagt mein Mann. Aber vorhin hat mein Handy, war da 6 Grad nur. Und ja, ihr seht, sehr schönes Feld da. Alles grün jetzt und ja. Aber passt ja, dass ich mein Kleid anziehen wollte und ein bisschen dickere Wolle ist und ja. Ja, passt super, ne? Und ja, ich brauche noch eine Empfehlung von euch. Ich brauche eine neue Concealer, meine deckt nicht so richtig. Und ja, ich wollte eine andere Concealer. Falls ihr einen guten Concealer habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und ja, jetzt aber Schluss damit. Zu viel Gelaber. Und ja, wir sehen uns dann bei Action. Und ja. Bis dann! So, komm heim, wir gehen heim jetzt.
einfach mal direkt rein. Sind auch schön, ne? Ja. Okay, kannst du. Schau mal. Schön, ne? Das sind die Sachen und ja, ich denke, regnet so viel. Ja, und bis später. Meine Lieben, wir sind gerade von Lidl zurück, weil wir haben da noch ein paar Sachen gebraucht, weil wir waren auch bei Real wegen Beatrice, weil sie jetzt ein Fahrrad hat und hat sie geschenkt bekommen. Und jetzt brauchten wir eine Bremse. Und da haben wir bei Real geschaut. Das ist bei uns nicht wo in der Nähe, weil wir haben früher in einem anderen Stadtteil gewohnt und jetzt im selben Ort, aber Stadtteil, anderer Stadtteil und jetzt ist ein bisschen weiter, aber jetzt regnet das, wie ihr seht und ja, ich hasse es, aber naja. Und die Kinder schlafen oder versuchen zu schlafen, wir haben jetzt 13 Uhr gleich und ja. Und wir spazieren gerade. Nein, wir gehen jetzt nach Hause. Wir waren bei Lidl noch ein paar Kleinigkeiten kaufen, weil wir haben nicht viel gebraucht. Und ja. Robert, bitte nicht schalten. Ja, da sind wir wieder. Und ja, es regnet oder hat es geregnet. Und ja, schön. Nicht. Wir sind wieder zu Hause und ich wollte euch noch jetzt mein kleines Action-Haul zeigen, dann Lidl Food-Haul und noch bei Real habe ich meine Geburtstagskuchen gekauft oder Torte, wie man sagt. Und ja, das ist von Lidl eine ganze Tüte. Ja, ich zeige euch jetzt kurz, was wir eingekauft haben und ich war noch bei DM, aber das zeige ich euch dann separat in einem Video. Ist zwar auch nicht viel, aber das sprengt dann hier den Rahmen, weil das soll ein Vlog sein und ja. Aber ihr mögt doch gerne Food-Halls in Vlog drin, oder? Schreibt es mir oder hier oben bei den i, ich glaube da, ne? Da bei den i, oder? Da? Da oder da? Ich weiß das nie, ne? Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. So, einmal von Lidl habe ich hier Milchbrötchen für die Bruna. Aber habe ich mich gewundert, weil da eigentlich kosten die mehr und bei Lidl nur 99 Cent haben die gekostet. Dann hat sich die Bruna, komm mal her zu Mama, musst du zeigen, so. Hat sich die Bruna das ausgesucht, so Schokoshells, so Schokoladenserialien für morgens oder Mittag oder abends. Manchmal isst sie das auch gerne. Das noch nicht, Schatz. Das erstmal, das, okay? Dann kannst du auch dein Eis zeigen von Pirolo, Wassermelone-Eis von Nestle und die waren im Angebot bei Lidl für 1,75 Euro, 5 Stück. Normal kostet die über 3 Euro und ja, sie liebt diesen Eis. Das haben wir auch schon gesehen. Dann diese Kartoffelspalten XXL für 99 Cent. Dann kann Mama das zeigen. Die gibt es aktuell jetzt bei Lidl, die frische Bande. Ein Plusfigur gratis, wenn man 15 Punkte sammelt und pro 10 Euro Einkauf kriegt man so eine. Die sehen so aus. Und da sind die Figürchen. Warte mal. Da sind alle, die wir aussuchen können. Und ja,
Sehr schön. Und ja, da machen wir jetzt weiter mit Futol. Einmal 4 Croissants. Einer hat mein Mann schon genascht, gegessen. Für 1 Euro 4 Stück. Dann unser geliebten portugiesisches Teigtaschen mit Garnelenfüllung. Ich liebe die und vielleicht mache ich heute zum Geburtstag eine im Fett anbraten. Und das schmeckt echt lecker. Für 1,49 Euro habe ich 2-mal mitgenommen. Ja, 2-mal. Und dann habe ich mir sowas gegönnt. Ja, eigentlich trinke ich nicht, aber ich mag nur Weißwein. Aber heute zum Geburtstag habe ich mir die ausgesucht, Lambrusco. Das ist aus Italien, oder? Ich weiß nicht. Ich denke ja, aber weiß ich nicht. Für 1,49 Euro. Und dann Bacon im Angebot für 79 Cent. Hähnchenbrust esse ich auch gerne. Für 79 auch. Dann Erdbeeren für die Kinder, 1,49 Euro. Himbeeren waren auch im Angebot für 99 heute. Dann habe ich mir 2-mal Geflügel Bratwurst geholt. Ja, was denn? Ja, muss man dann sammeln, ja. Dann 2-mal grobe Geflügel Bratwurst für 1 Euro jeweils 1,35 anstatt 1,79. War auch reduziert. Und ja, heute haben wir ja Samstag, den 4. Mai. Und ich habe Geburtstag. Ja, ich bin 34, alte Frau, ne? Ja. Dann habe ich mir diese Crispies mit Paprikageschmack ausgesucht von Alesto für 89 Cent. Dann Gemüse, Grillteller mit Kräuter für 1,49 anstatt 1,99. Willst du auch was zeigen? Kannst du das zeigen? Nee, warte mal. 2 Zucchini, die habe ich nicht gesehen, aber ich glaube unter 1 Euro haben die gekostet. Dann hat sich die Bruna so ein Brot ausgesucht. Sie liebt das. Schwarzbrot, Sonnenblumen, Vollkornbrot isst sie gerne. Essen die auch im Kindergarten. Mit Marmelade sagt sie, isst das total gerne. Dann habe ich Zwiebeln mitgenommen, habe ich gebraucht. Sie waren ein bisschen teurer, aber Zwiebel gelb, 1,69 Euro, habe ich glaube 1 Kilo. Ich dachte 2, aber egal, passt auch. Dann grüne Bananen, weil die werden bei uns sehr schnell reif und ja, für 89 pro Kilo. Und ja, von Lidl war es das. Wir haben die Zucchini 74 Cent gekostet. Ja, da mache ich jetzt mit Real weiter. Da habe ich mein, warte mal, das zeigen wir zum Schluss, ja. Bei Real habe ich meine Geburtstagstorte geholt und noch hier frische Milch. Die waren für 30 Cent. Die haben noch 2 Tage Haltbarkeit von der Tippmarke. Das ist die Real-Marke. Dann für Beatrice hat sie sich auch so Paula Schokopudding mit Vanillegeschmackflecken für 90 Cent. Sehr lecker. Snack Käse Salami. Sehr lecker. Für 1,99 von der eigenen Marke auch. Und dann, ja, meine Geburtstagstorte. Ich liebe Schokolade und ich war ein bisschen faul, die zu machen, aber wir sind ja nur 4 Personen zu Hause und da lohnt sich nicht, eine große Torte zu machen. Und ja, Hot Chocolate Brownie, Lust auf Kuchen, ja, sehr gut. Vielleicht mache ich noch Erdbeeren drauf und ja, und lecker, lecker. So, ich filme heute ein bisschen mit Softbox, weil draußen sehr, sehr, sehr dunkel ist. Dann habe ich 2 laktosefreie Joghurt mit, ja, Zero heißt das, laktosefrei mit Erdbeer von Ehrmann. Habe ich neu bei Real gesehen, habe ich nirgendwo noch gesehen, aber bei Real heute entdeckt, 2 Stück. Und dann noch hier für meinen Mann die griechisches Joghurt mit Haselnuss und Honig für 95 Cent, für 3 Tage noch Haltbarkeit. Ja, und das haben wir da gebraucht, deshalb sind wir auch zu Real gefahren, wegen Beatrice, weil sie ein Fahrrad geschenkt bekommen hat und da haben die Bremse nicht so, die waren ja nicht so gut und das haben wir noch geholt für sie. Und ja, und jetzt machen wir Action, weil ich habe da meine Geburtstagskerzen geholt. Oh. So, hier kannst du dich setzen. Oder ja, haben wir von Action
Kuchen mit Mandelgeschmack, Füllung schmeckt so Bittermandeln, heißt das so? Für 69, aber die sind so lecker. Ich finde die so lecker. Dann habe ich mir so einen neuen Schäler geholt. Für Gemüse und alles. Für die Küche 69. Dann habe ich neu entdeckt. Ich kann nicht so schnell. Dann Mikrowelle Popcorn mit Salz und Karamell habe ich da neu entdeckt für 89 Cent. Mal schauen, ob die schmecken. Weil mir schmecken auch, eigentlich nur die Salzpopcorn. Das haben wir schon gezeigt. Das haben wir auch schon unterwegs getrunken, so wie Capri-Sonne, 8-mal Multifruit und die schmecken sowieso so gleich, finde ich. 8 Stück für 1,49 €. Kannst du das für Mama zeigen oder das für euch zum Bemalen? Textilienmarker werden wir dann auf T-Shirts machen. Werde ich mit den Kindern machen. Mal schauen, ob ich dazu ein Video drehe. Schreibt es mir auch unten, ob ihr das möchtet. Und dann machen wir das dann zusammen. So. Achso, das hat 1,99 € gekostet. Dann so eine Krug. Nee, erstmal für Beatrice. Da macht sie gerne und da macht sie immer Schleim draus. Mit diesem Kleber, der kostet 75. Hatten wir immer fast jedes Mal mit. Für meine Kerzenhalter, die ich letztens bei Kik gekauft hatte, habe ich 2 rustikale Kerzen für jeweils 35 Cent. Mal schauen. Achso, das habe ich so ein Saft- oder Wasserkrug. Aus Bambus, da waren ganz viele. Ich wollte auch die Gläser mit haben, aber die waren ja nicht die. Wieder das Krug war dann keine mehr. Und ja, ich habe die für 2,77 € geholt bei Action und ich fand die sehr schön vom Design her und alles in grün wie meine Küche. Und zeig mal die Kerzen von Mama für Geburtstagskuchen. Einmal die 3 in Orange und die in Gelb. So Neon. 4. Ja? Ist grün, ne? Grün, ne? Ja. Mama erzählt Mist, ne? Ich kann nicht mehr. Und bin aus der Puste. Und dann hier noch Girlande mit Herzchen. Kann man auch hier dann zu Muttertagen, glaube ich, kann ich hier dann lassen. Die war für 69 auch bei Action. Dann für Bruna nochmal so ein Make-up Etui oder wie das heißt, Make-up-Set. Sie hat schon eins davon, aber ist fast leer. Und der kostet da nur 49 Cent. Ja, noch was drinnen. Das ist die Papa ausgesucht für Blumen. Weil wir haben welche oder für Gemüse. Wir haben da im Fensterbank was. Und der hat 1,99 € gekostet. Und das ist 1 Liter drinnen. Da habe ich das für Beatrice mitgenommen. Mit Haradiergummi. Und die sind, finde ich, sogar für mich sehr schön. Die haben 69 Cent gekostet. 8 Stück. Ist da noch was drin? Ja, das habe ich im Angebot gekauft. Pflegespüle wie heißt das? Lovables. Das ist von Lenore, glaube ich, oder? Wenn ich mich täusche, dann schreibe ich es unten. Ich weiß nicht, aber die sind normalerweise sehr teuer und die haben da im Angebot 1,55 € gekostet. Einmal Fresh Sensation in Blau und einmal in Rosa, auch Pflegespülung oder Conditioner. Mit Volvet Dream. Ja. Oh, das war's dann, oder? Das alles. Ja, mein Lieben. Das war's von mir, von Food Hall und Action Hall. Und wir sehen uns dann später, wenn ich dran denke. Weil, wenn ich Kuchen anschneide, dann mache ich ein kleines Video oder ich blende ein Foto ein. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei bei meinem Video. Wir sehen uns bald. Tschüss.